Moin Moin, wer hätte gedacht, dass Clash of Clans innovativ wird, Clanspiele sich einfallen lässt mit verschiedenen Sachen, die man machen kann, die jetzt im Endeffekt den ganzen Clan umfassen. Das heißt also, im Endeffekt sind alle im Clan aufgefordert, hier mitzumachen. Und man sieht natürlich direkt, wer nicht mitmacht und wer mitmacht. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die jetzt keine Zeit haben oder irgendwie verhindert sind, Urlaub oder was auch immer. Dann haben die Gründe genug, nicht mitzumachen. Aber wenn jemand hier ist und irgendwelche Angriffe macht, das kann man ja sehen, aber trotzdem im Clanspiel nicht mitmacht, um den Clan zu unterstützen, ja Leute, das geht ja gar nicht. Auch das Feuerwerk, geile Geschichte, oder? Gar nicht schlecht. Also ich finde es an sich von den grafischen Sachen, die sie da sich haben einfallen lassen, richtig schön. Da kommt eine Lok angefahren, die wird erstmal out, da wird ein Zelt ausgebaut und so weiter. Also gar nicht übel. Und es läuft immerhin die Zeit, nur noch 4 Minuten 35 Sekunden, wo wir, oh, nur noch 3 Minuten 36 Sekunden. Wir nähern uns dem Zeitpunkt, wo Folgendes passiert. Das heißt, wir wissen, welche Belohnung, also ich sag mal, Belohnung wissen wir ja schon, das konnten wir ja vorher gucken. Das heißt also, man konnte ohne Probleme sehen, auf die Belohnung klicken und konnte sehen, was man alles bekommen kann. Und die kann man je nach den Möglichkeiten, die der Clan erreicht hat. Also wenn der Clan es gepackt hat, 10.000 Points zu erreichen, dann hast du natürlich die Möglichkeit, auf alles zuzugreifen. Jetzt dauert nur noch 56 Sekunden, gleich ist die Zeit abgelaufen und wir werden sehen, was passiert. Ich bin wirklich gespannt, was für ein Effekt sich, ich sag mal Supercell oder Clash of Clans oder was auch immer, Supercell ist es ja im Endeffekt, haben sich einfallen lassen, damit das interessant ist. Das heißt also, es soll ja so ein bisschen Aha-Effekt sein. Zum Schluss habe ich mir auch was einfallen lassen. Die Freunde, die gerne Hardrock oder was auch immer hören, werden überrascht sein, AC/DC kommt. Und jetzt haben wir nur noch 10, 9, 8, oh Gott, 6, 5, 4. Und ab geht's! Hier kann man die Ergebnisse abrufen und wir sehen, dass wir alle Belohnungen, also ich jetzt zumindest, alle Belohnungen gewonnen haben und mit mir diejenigen, die auch die Angriffe gemacht haben. Also nochmal, alle die Leute, die zumindest einen, ich sag mal, ein Spiel gemacht haben, das erfolgreich abgeschlossen haben, haben die Möglichkeit, sich hier was rauszusuchen, ob das jetzt die eine Kategorie, die andere Kategorie, also vier Kategorien kann man sich aussuchen, kann man zu seiner Clanburg hinzufügen und hat die dann da drin. Bup, 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 bup. Man findet die da drin und setzt sie dann ganz einfach dann ein, wenn man es braucht. Also wie gesagt, einfach tolle Idee von Supercell, was sie sich da haben einfallen lassen. Im Endeffekt dient es ja dazu, dass wirklich diese Clan-Gemeinschaft enger zusammenrutscht, dass alle sagen, okay Leute, mach das und so weiter, wenn es denn funktioniert. Andersrum müssen natürlich auch Leute rausfiltern, die im Endeffekt gar nicht in der Lage sind, richtig mitzuspielen. Aber es ist mal so. Okay, in diesem Sinne verbleibe ich. Ich wünsche euch schöne Feiertage, wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis dann. Ciao, ciao.